So. Nein, wieder hier. Und jetzt schauen wir mal, ob das so klappt. Also momentan zeichnen die ein neues Ding. Das ist ein Kamel und das ist aus der anderen Zeichnung rausgekommen. Auf der anderen Zeichnung, ich zeige jetzt kurz her, es war die da und da sind zwei Augen. Und in dem Auge, da habe ich quasi reinzeichnet, also ziemlich wild. Und das ist dann quasi da abgebildet, beziehungsweise da abgebildet worden. Und dann ist das quasi die Zeichnung in das übergegangen. Also die Zeichnung möchte ich vielleicht einmal von vorne her zeigen. Schaut so aus. Und da, also mir kommt vor, das sind diese ganzen Kanäle, diese ganzen Raum. Wellen und Kanäle, die da sind, die unsere verschiedenen Auren oder verschiedene Kommunikation ermöglichen, an die wir bisher vielleicht noch gar nicht gedacht haben als Menschen. Gut, ich mache da mal weiter, einfach, dass man einen Eindruck kriegt, wie diese Zeichnungen entstehen. Also da sind Bilder drauf, das sind so Hologramme. Und das habe ich vorher schon eingekritzt. Und meine Hand wird eben geführt. Und manchmal wird eben was aus, also da drücke ich fester an, also auch eben geleitet. Und dann wird was ausgeritzt. Und aus dem entsteht dann irgendein Motiv. Irgendein Gesicht. Aber auch andere Sachen. Manchmal sind es Tiermotive. Aber es können eben auch so Mysterien sein. Oder eben so sehr spirituelle Motive aus der theologischen Mythologie oder aus der. Also es gibt zum Teil eben auch Sachen, die aus anderen Mythologien der Weltgeschichte rühren. Viele Sachen, also ihr kennt nicht, welche Köpfe da abgebildet sind. Es sind irrsinnig viele Schädel, also Kopfaufnahmen drinnen. Und nicht Schädel, sondern schon Köpfe. Auf alle Fälle, wer da alle abgebildet ist, das erkenne ich nicht, weil es ziemlich klar ist. Aber ich glaube, wenn man das als Hologramm dann wirklich sieht, dann erkennt man, wer das ist, der da abgebildet wird. Mir ist eigentlich eh lieber, ich sehe es nicht, wer das ist. Also ich weiß eigentlich nicht, was ich da ganz genau zeichnet und wen ich da abbilde, aber ich meine, es ist eben nur meine Hand und ich bin eben nur dort eben das Medium. Manchmal drückt der Stift eben auch nicht an und das ist bewusst, weil da ritzt sich was aus. Da bin ich auch erst mit der Zeit drauf gekommen. Also ich bin ja da zufällig eben drauf gekommen, dass meine Feder da geleitet wird. Das habe ich am Anfang, habe ich das gar nicht so gecheckt. Dass da eben Gott, also ich kann mir es nicht anders vorstellen, meine Hand so leitet. Und jetzt habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt, weil jetzt ist das schon seit über einer Woche so, dass ich da Zeichnungen mache, vielleicht 2 Wochen. Vor 2 Wochen hat das angefangen, aber am Anfang habe ich mich noch nicht ganz auskennt. Da ist ein Kanal, also es gibt eben da so Raumkanäle, jetzt drückt es wieder nicht an, jetzt wieder schauen. Also das, wenn es nicht andruckt, dann schneidet es eben was aus für die Holographie, die da später drüber kommt, genauso jetzt. Jetzt drückt es wieder. Na, jetzt wieder nicht, ne? Jetzt wird wieder quasi ausgeschnitten. Und ich muss eigentlich nur quasi meine Hand laufen lassen, ungezwungen und frei. Und darauf vertrauen, dass diese höhere Kraft das einfach nicht da rauslässt. Und ich weiß nicht, was ich da zeichne und welche Linien ich mache, aber ich lasse es eben frei laufen, so schnell wie möglich, weil wir haben nur 20 Bilder vor uns.
Und am Ende wird es eben alles blau eingefärbt sein. Also es sind irrsinnig viele Striche und Linien, die darauf kommen. Und es sind eben verschiedene Ebenen übereinander, die das zu einer Holographie machen, also quasi ein Holographiefilm mit Bewegtbild. Also bis jetzt waren alle so. Und das finde ich durchaus sehr erstaunlich. Also es ist kein Problem, wenn ich das Papier, das kann ich rückbewegen. Ich kann auch absetzen und dann wieder weitermachen. Und trotzdem ist automatisch immer sozusagen in line. Ja? Es passt. Na, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob der Film in line ist und ob man da überhaupt mein Gesicht sieht. Aber auf alle Fälle, es geht sowieso mehr um die Hand und um den Stift bei dem Ganzen. Das ist die, wie ich mit Gott kommuniziere. Also wir machen Hackerl, heißt das passt. Und wenn er No hinschreibt, dann heißt es so nicht, so ungefähr. Also er spricht nicht mit mir. Und wir haben keinen visuellen Kontakt, außer ein paar Motive, die ich im Raum sehe. Also was mir halt göttlich vorkommt. In einem Buch da oben. Auf alle Fälle, so spitze ich das eben ungefähr ab. Und ich möchte es eben ganz gern dokumentieren. Na, beim Leonardo ist das ja noch nicht gegangen. Oder beim Galilei. Oder beim Nostradamus. Aber heute kann man das eben so dokumentieren. Und Gott hat eben, ich habe den natürlich gefragt, nicht, ob ihm das Recht ist, dass ich das filme. Und er hat das auch erlaubt. Na, jetzt haben wir gerade so eine Eingebung gehabt. Vorhin im Zug. Na, dass der Gott sozusagen jetzt rauskommt und der Menschheit erklärt, wie die Kommunikation in der Natur funktioniert. So ungefähr sowas ist das, was da. Das ist die natürliche Kommunikation. Die ganzen Auren um uns, so in etwa, das zeichne ich da auf. Also ein Bild der Auren. Und der, was mit unseren Sehstrahlen passiert, wie die verarbeitet werden und wie die quasi durch das Universum uns verbinden. Und nicht nur uns Menschen, sondern Tiere auch, ne, wenn man da einen Kamel sieht. Also bis jetzt zeichnet sie ab, dass da ein Kamel ist. Ich weiß natürlich vorher nicht, was da gezeichnet wird und was da jetzt noch alles drüber kommt, weiß ich auch nicht. Also da, aber ich meine, ich sehe halt da in der Mitte ein riesiges Kamel und es wird da eben so meiner Meinung nach erklärt, da ist das Kamel und da im Leib des Kamels, ne, da ist quasi das Zentrum, da geht quasi die Energie raus, ne, geht dann quasi ins Universum und geht da gewisse Wege und am Ende kommt es wieder zurück und da sieht man im Schwanz, da ist das andere Ende, ne, und so dürfte es eben im Kamel sein. Das muss man. Im Menschen ist es ähnlich. Also beim Mensch erklärt er das auch, in anderen Bildern ist es nur das menschliche Auge abgebildet. Da wird gezeigt, wie der Mensch eben in dieses System eingebunden ist. Keine Ahnung jetzt, ne, ob jetzt das Kamel überhaupt über die Augen da nicht kommuniziert oder vielleicht, ne, gibt es verschiedene Ebenen. Verschiedene Kanäle. Das werden dann, na, wenn diese Zeichnungen stimmen, dann werden sich da andere Wissenschaftler dann damit beschäftigen und Theologen und Philosophen, wie genau das passiert. Da wird es dann sicher viele Theorien dazu geben. Wie genau diese, ne, ich glaube, das ist eben die Stratosphäre, das Magnetfeld um uns, das, um den Menschen gibt es Magnetfelder, die man auch eben beim Meditieren oder beim Reiki selbst entdecken kann. Und um unseren Planeten gibt es eben genauso ein Magnetfeld, das bisher noch großteils unerforscht ist und wahrscheinlich werden diese Zeichnungen, wenn das eben jetzt real ist und
wenn das ne, also stimmt so, dann wird es eben ein Plan sein. So, und das geht da rein und da ist eben ein Punkt, da ist ein Zentrum, also da treffen sich die Strahlen, das geht immer weiter rein, bis es auf einen Punkt zusammengeht und jetzt am Ende ist ein Punkt und dann von dem Punkt aus geht es wieder raus. Das ist meistens so. Dann geht es weiter. Also das ist dieser Punkt, die Punkte sind Fixpunkte irgendwo und da macht eben der Strahl, der eine Welle ist. Und das ist quasi wie eine Sinuswelle, der geht von einem Punkt über eine gewisse Distanz zu einem anderen Punkt, wie das eben die Strahlen, die der Mensch jetzt verwendet, genauso machen, ne, mit bestimmter Wellenlänge, mit bestimmter Frequenz, mit bestimmter Kurven. Konsistenz. So, und da ist dann noch eine kleine andere Zeichnung, das weiß ich noch nicht, ob die über das Ganze gehen muss, aber das werden wir anschließend. Also da ist quasi dann, da geht es wieder, also da geht es in einen Punkt und da geht es wieder, da geht es wieder irgendwo, vielleicht auf ein weiteres Teilbild. Und das wird eben so eine Beschreibung, wie sie diese ganze, wie diese Verbindungen und diese Kanäle aufgebaut sind. Und das dürfte schon für viele, könnte das sehr interessant sein, schätze ich mal. Und es könnte interessant sein für, na, für unser Leben auf Erden. Und vielleicht eben, wie schon gesagt, es könnte sein, dass die menschlichen Wellen jetzt Interferenzen haben mit diesen göttlichen Wellen. Und dass Gott aus diesem Grunde zu dieser Zeit beschließt, dass er da mit dem rauskommt und sagt, hey Leute, wenn ihr quasi zu hochfrequenzige Wellen da rumschickt, dann kommt es quasi ins Kreuz mit meiner eigenen, also mit unserer göttlichen Kommunikation und dann haben wir ein Problem. Ne? Und das könnte eben, könnte sehr wichtig sein. Gut. Soweit jetzt, na, ich möchte noch eins hier zeigen, und zwar, das ist interessant, wie so etwas ausgeschnitten wird. Also wenn ich hierher gehe, dann drücke ich fest und dann kommen diese ganzen Fussel raus und hier bildet sich auch etwas ab. Am fertigen Bild wird hier irgendein Motiv sein. Ja, so, weil das ist sehr interessant. Also, finde ich, wie dieses Bild hier entsteht. Das, na, ich möchte es eben für mich selber dokumentieren, aber auch eben für andere Leute, die da interessiert sind. Ne, und na, wenn wir schon so eine Kamera haben, dank meinem Vater, der mir die zum Geburtstag geschenkt hat, dann na, nutzen wir es halt auch und zeigen mal, wie das geht. Diese Bilder, die ich hier mache, die sind letzten Endes werden die, falls das gewünscht wird, also die sind öffentliches Eigentum, Public Domain. Und jeder soll auch ein Recht haben, ne, das zu wissen und das zu erfahren, wie das, ne, weil das ist in Gottes Sinne, denke ich. Und ich möchte da kein Geschäft draus machen und die nicht verkaufen. Also das ist kein kommerzielles Projekt hier. So viel für jetzt und ich werde weiterhin eben schauen, dass ich so neue Erkenntnisse und den Ablauf dokumentiere und auch ins Internet stelle, sodass Leute sich vielleicht das ansehen können, weil ich werde da sicher die nächsten Tage und Wochen zeichnen. Also ich muss, na, ich glaube so ungefähr noch 20 Bilder zeichnen. Also es gibt jede Menge hier zu tun. Und das Neueste könnt ihr dann immer auf YouTube sehen und wenn euch das interessiert und das mitverfolgen und ich werde auch schauen, dass ich auf Englisch was draufgebe. So, should be in German and English. So, bye for now. Bye.